Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Hexet. So, ich habe die Schokobos los. Einfach nochmal mit der Feder draufdrücken, dann folgen sie einem nicht mehr. Hätte ich vielleicht wissen sollen, bevor ich zwei Stück getötet hatte. Ja, okay. Da ist ein Meteorit runtergekommen. Schön. Das ist ein Feld. Was ist denn hier los? Oh, hier ist ein Eismeteorit runtergekommen und ich habe es nicht mitgekriegt. Verdammt. Das wäre cool gewesen. Okay, wir sind ja auf dem Weg, um Pilze zu sammeln. Wunderbar. Hier, guck doch mal, was wir hier Schönes haben. Das sind ja doch hoffentlich mehr als genug Pilze. Oder sind das andere? Giftpilz, okay. Die sind nicht so gut, glaube ich. Aber hier sind ja genug. Perfekt. Hätte ich meine Sense dabei, wäre das jetzt saugut gewesen, ne? So vom Gedanken her. Aber ich glaube, das reicht uns ja auch schon. Und wir wissen, wo wir jede Menge bekommen, jederzeit, ne? Komm, die nehmen wir mit. Fertig. Die Musik ist gut. Ich hoffe, ich kriege damit keine rechtlichen Probleme. Aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Aber die Musik ist trotzdem nicht schlecht. Boah, wie das ruckelt. Ah, ist halt, weil der Server halt runtergestellt worden ist. Okay. So, wir haben die Pilze. Wir haben den Zucker und wir haben Netherwarzen. Spinnenaugen. Aber haben wir Netherwarzen? Müssten eigentlich Netherwarzen haben, ne? Wir haben ja draußen angepflanzt. 7 Stück. Okay, es sollte erstmal reichen. So, dann machen wir jetzt das fragmentierte Spinnenauge. So. So, und dann Biomassensamen. Okay. Jetzt hoffen wir, dass wir das auch anpflanzen können, ne? Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Werkzeug. Eine Hacke. Ich glaube es aber fast nicht, dass wir das einfach mal so anpflanzen könnten. Okay, hier nicht. Ich gehe nicht davon aus, dass. Nee, dachte ich mir. Vielleicht auf Netherstein? Wenn ich Glück habe. Ich probiere es einfach mal. Nethersteine. Ich nehme mal alle mit. Oder so, hier, die hier. Ist Seelensand. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das. Okay, da drauf geht's schon mal nicht. Da drauf geht's auch nicht. Verdammt! Wie pflanze ich das an? Ich glaube, da muss ich mich erst vorher ein bisschen schlau machen. Okay. Da steht halt nichts dabei, ne? Das ist halt schon ein bisschen schade, muss ich sagen. Aber wir können ja trotzdem erstmal alles außenrum bauen. Ja gut, alles außenrum bauen ist so eine Sache, ne? Okay, wie machen wir denn die? Da steht auch nichts dabei. Okay. Wolle und das mache ich so aus. Ektoplasma. Okay, das ist ein Mod, da muss ich mich wirklich erst. Da muss ich mich erst eine Zeit lang auseinandersetzen. Ich schmeiß das jetzt mal hier rein, das Zeug. Das nicht. Ich schmeiß das jetzt mal alles da vorne rein und dann muss ich mich mal wirklich die Tage damit auseinandersetzen. Aber wie gesagt, ich produziere ja ziemlich viel jetzt gerade vor. Ich hoffe für euer auf euer Verständnis. Das war falsch. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt schon aufgenommen habe. Hehe. Dann machen wir doch was anderes, einen anderen Mod erstmal, weil wir brauchen ja. Den können wir nicht machen. Dazu brauchen wir die Hexial-Diamanten. Was ist hier mit? Sind hier Rüstungen drin? Nicht wirklich. Das ist ein normaler Minecraft. Was ist mit dem Natur? Natur hat doch bestimmt ein paar Rüstungen. Ach, hier. Impleder, also müssen wir Impleder sammeln. Blutholzschwert, okay, hört sich geil an. So, kann man da auch Holzrüstungen machen? Ich glaube, hier in dem Mod ging das noch nicht. Nee. Okay, wir brauchen Impleder, dazu muss ich in die Hölle und ein paar Imps töten. So,
Machen wir uns gleich auf den Weg, oder? Ja, komm, wir gehen mal in die Hölle, tun ein paar Imps töten. So. Hoffentlich finden wir auch. Ach ja, stimmt, ja, wir sind ja gar nicht hier. Hoffentlich finden wir auch gleich ein paar Imps. Hier sind Schweine. Hier ist jede Menge Kobalt wieder. Also sehen tue ich jetzt hier direkt mal keine. Das ist schwierig, wenn die Sonne so ein bisschen blendet. Dann sieht man hier nicht gerade sehr viel, ne? Kennt ihr euch Vorsteller? Und wenn dann auch noch Fiesta ein bisschen. Fiesta ist Minecraft so ein bisschen ruckelt, ne? Ist das schon ein bisschen schwieriger. So, wir gucken mal hier. Hier ist doch ein Imp. Oh, der ist. Hat viel HP, finde ich. So, 5 Leder schon direkt nur. Das sollte doch eigentlich. Oh. Ich bin bekifft, okay. Okay, die Musik. Doch, die passt eigentlich für den Nether. Passt ja eigentlich ganz gut, stell ich fest. Ah, stirb. Bleib stehen und stirb. So, nochmal. Aber hatte ich eben nicht eben noch ein bisschen Leder bekommen? Was ist das? Rohes Impffleisch. Okay. Kann man fressen, die Viecher? Ist das, was ich denke, was es ist? Ach nee, es sind bloß diese Büsche. Ich dachte jetzt schon, das wäre jetzt cool gewesen. Hier so einfach mal so zwischendrin gefunden. Alter, wie viele Nitro-Creeper da hinten stehen. Nee, muss nicht sein. Gehe ich doch lieber in die andere Richtung. Impelims, wo seid ihr denn? So ein paar Imps noch. So um die 10, 15 Stück wären ganz cool. Hier ist jede Menge Kobalt. Ach ja. Jetzt können wir nur hoffen, dass die dann auch allzumal zwischendrin spawnen. Weil die Zombieschweine, die spawnen ja wie verrückt. Aber was ist. Oh, da hinten ist Schleim, Nitro-Creeper. Da will ich eigentlich nicht unbedingt nah dran gehen an denen. So, Imps. Das sind auch wieder von den Büschen. Ein paar Imps werden doch zu holen sein hier. Schweine, Schleims, aber keine Imps. Na, ganz toll. Ah, ich hasse sowas. Immer wenn man was braucht, ist es nicht da. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, dass als wir jedes Mal in die Hölle gegangen sind, dass da überall Imps standen. Aber überall. Nicht nur so 2, 3, das waren dann gleich mal 50 oder sowas, ne? Wisst ihr Bescheid? Geh weg. Ich will Imps und keine Spinnen. Da drüben tanzen die Schweine. Da ist irgendwo eine Spinne, eine fette, so wie ich das höre. Da unten ist ein dicker, fetter Riesenschleim. Wir bleiben mal hier. Vielleicht spawnt ja noch der eine oder andere Imp. Wir brauchen ja eigentlich gar nicht so viel, oder? Was brauchen wir hier? Imple. Huch. Hey, hallo? Ah, fette Riesenspinne. Da war ja was. Natürlich, gleich eine Bossspinne aus der kleinen dicken Spinne. Aus der dicken Spinne raus. Komm her, Schleim. Wenn du schon da bist, kriegst du auch gleich auf die Fresse. So. Einmal, zweimal, dreimal. Ja. Sterben ist schön. Los, alle sterben. Zack, 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 zack. Ist noch einer? Ich höre noch einen rumspringen. Ich glaube aber, das war's. Okay, cool. Was kam da eben runtergefallen? So, was haben wir hier? Keine Imps. Auf jeden Fall. Nein, nein. Jetzt habe ich Gift. Poison. Nitro Creeper. Schon wieder. Ehrlich.
Viele von diesen komischen Bäumen aber auch hier stehen, ne? Suche ich vielleicht an den falschen Stellen nach Imps? Taucht aber auch nirgendwo einer auf, ne? Und da waren wir scheinbar schon. Kann ich das hier wegmachen hier so? So. Springt er jetzt hoch? Hör mal. Hör mal zu. So. Ach, ich erinnere mich an die Schmerzen und die Pein, die ich erleiden musste hier an dieser Stelle. War schon nicht schön. Also das war richtig, richtig heftig und so, ne? Das Trauma sitzt mir noch tief. So, hier ist aber auch nirgendwo ein Imp, ne? Imps. Die Musik, ne? Passt mal gerade gar nicht mehr. Das Kobold. Ja, wenn wir schon da sind. Kann man es auch gleich mitnehmen. Gibt's noch was anderes? Noch eine andere Rüstung? Weil, ich meine, wir könnten uns die Schuhe schon mal machen. Das ist ja schon mal was. Ich glaube, das würde ich woanders dann. Da ist noch ein Schleim. Aber keine Ims. Okay. Das ist noch eine fette Megaspinne. Ob die beleidigt sind, wenn ich die fette Megaspinne nenne? Ich hoffe es für sie. So, kommen wir hier irgendwo. Hier kommen wir doch bestimmt hoch. Hier kommen wir doch nach oben, oder? Wir graben uns mal hier durch. Huhu. Bin da, wer noch? Ach, guck mal. Nein! Echt jetzt? Oh, ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Alles mitnehmen, was ich habe. Das hier, das hier, das hier, das, 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 das. Ich will den haben. Alter, wie es hängt, es hängt, es hängt. Alter, wenn du mir jetzt abstürzt, ich schwör. Hallo, mein Freund. Guck mal, was ich hier feines. Nein, bleib hier. Oh, wie hammermäßig ist das denn jetzt, bitteschön? Okay, ich brauche die Feder oder ich brauche einen Sattel. Eins von beidem. Ich nehme den Sattel. Und ich nehme eine Feder. Für den Fall der Fälle. Ruckel dich vor. Ich renne wohlgemerkt, ne? Da hinten ist er. Okay. Komm her. Komm, komm, komm. Komm, mein schöner. Ja. Alter, gleich hängt sich's auf. Okay, wir müssen es erstmal beruhigen lassen, aber wir haben den Schokobo, den. Alter, das ist so ein seltenes Vieh. Geil. Also der kann fliegen, ne? Hier so. Und dann schwebt der einfach nach unten. Und damit können wir die ganze Welt. Oh, ist ja Hammer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist denn das Portal? Weil damit kommen wir nicht durch die Tür durch. Und er ist auch schnell, wohlgemerkt. Wenn ich die Leertaste zum Fliegen. Moment, wir gucken mal auf die Karte. Wo sind wir? Wir sind hier. Und hier ist Heim und dann dürfte da auch das Portal sein. Okay. So, Sinkflug. Okay. Weiter, 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 weiter. Ja. Du, du hast vollkommen recht. Der läuft auch sehr schnell. Wo ist denn dieses blöde Portal? Oder bin ich zu weit unten? Uiuiui. Da muss ich aufpassen. Okay. So, da ist Heim. Okay.
Ach, da ist doch's Portal. Super. Lassen mich mitnehmen, lassen mich mitnehmen, lassen mich. Echt jetzt? Kann ich den nicht mitnehmen? Kann ich dich da durchschieben? Jö, läuft. Super, guckt euch's an. Ich kann fliegen. Oh, wie geil ist das denn, bitteschön? Aber ich glaube, den muss ich ins Haus reinmachen, sonst haut der mir ab. Oder? Haust du mir ab? Nee, du bleibst da, ne? Du bist ein ganz lieb. Du bist ein ganz lieber, ne? Hoffe ich, für dich. Okay, warte mal. Wir paaren den hier mal mit dem hier. Es kommt ein grüner raus. Okay, das macht aber überhaupt nichts. Fliegt mir bloß nicht weg. Ich glaube, ich ziehe hier noch ein Dach schnell drüber. Dass der mir ja nicht wegkommt. Leute, das ist so genial. Ich mache das mal alles nach oben. Was überhaupt nicht funktioniert, aber okay. Ich mache alles hier rein. Und dann hole ich mir jetzt Holz. Wir nehmen das hier. Wir nehmen einfach ganz normales Eichenholz, Pfeifedeckel. Ich will bloß nicht, dass der uns abhaut. Weil ich weiß nicht, inwieweit der fliegt. So. So. Dann komme ich mit dem auch nicht mehr hier raus, ne? Okay, wir lassen's. Das wird schon passen. Der wird uns nicht abhauen. Hoffe ich jetzt mal. Cool ist das denn? Wir gehen wegen einem scheiß Imp da rein und kriegen den roten Schokopo. Was Besseres kann uns gar nicht passieren, ganz ehrlich. Das ist so hammermäßig. Geil wäre es, wenn sie Eier legen. Oh, wäre das geil. Muss ich jetzt gucken. Ich glaube, wenn ich die goldene Frucht verfüttert hätte, wäre wahrscheinlich noch ein roter rausgekommen. Das wäre richtig cool gewesen. Ist ja Hammer. Ist ja hammerhart. Okay, wie cool ist das denn? Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Hexit. Muss mal. Oh, guck mal, der Grüne, der ist ja hier drin. Wie bist du denn jetzt hier reingekommen? Ist egal. Hauptsache, du bist da. Schön. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich mal Tschüss.